get out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, right about now. About now, about now, about now. Right about now. Funk Soul Brother, check it out. Normalerweise wird hier in Testdorf im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Fahrtechnik gebaut. Heute wird aber ordentlich Gas gegeben anlässlich des Supermoto Intercups. Gestartet wird in verschiedensten Klassen, von klein, das sind nämlich die Red Bull Junioren, die man im Hintergrund sieht, bis ganz groß zur freien, offenen Klasse, wo Namen wie Schruff ordentlich Gas geben. Wir sind natürlich live dabei. Da liegt Motorsport in der Luft, da spürt man den Motorsport. Das ist Motorsport zum Anfassen. Ein bisschen was zu dem Rennen. Seit wann machst du das? Seit wann fährst du Supermoto? Ich mache das Supermoto seit 1998. Bin vorher 15 Jahre Motocross gefahren. Habe dann 7 Jahre Motorsportpause gemacht und eben 1998 angefangen mit Supermoto. Was ist das Spannende am Supermotard-Fahren? Das ist nicht Motocross, das ist nicht Rundstrecke. Was ist der Kick? Was gibt einem der? Das ist genau das Lustige dabei eigentlich. Es ist erschwinglich, glaube ich. Man kann Spaß haben um relativ wenig Geld. Es ist von der Verletzungsgefahr, sage ich, sicher geringer, weil die Geschwindigkeiten nicht so hoch sind. Und es ist einfach dieser einmal Straßenbelag, dann wieder dieser Motocross-Anteil, der wahrscheinlich die meisten fordert oder mich zumindest, oder Überwindung beim Sprung und so. Das ist einfach lustig, das ist was anderes, das sie normal ja nicht machen können. Wenn man den halben Kurs einmal auf trockener Straße fährt, dann ihren Grip aufbaut, enge Kurven hat und dann in den Schotter eintaucht, wie muss man sich da vorbereiten? Wie ist das Gefühl? Ja, im Prinzip, sage ich mal, man glaubt gar nicht, was man mit den Reifen für den Grip im Schotter aufbaut. Also die halten relativ gut und man braucht nur schauen, dass man nicht zu stark bremst vorne, also gefährlich ist das Vorderrad, und dass man eigentlich überall ziemlich gerade drüber fährt und mit einem Zug rausfährt. Das heißt, man sollte nicht eckig fahren im Offroad-Bereich, weil sonst ist es schlecht. Bisschen was zu den Maschinen. Das schaut aus wie eine Motocross-Maschine, hat aber Straßenreifen. Das ist eine Standard XR650 von Honda und die wird dann eben umgebaut mit kleinen Rädern. Am Motor wird natürlich etwas gemacht, nicht? Am Fahrwerk. Und somit ist fertig ein Supermotard-Gerät. Es ist
man kriegt schon einen Adrenalinschub und man hat so wirklich die Ameisen im Bauch, das muss ich schon dazu sagen. Es ist beim Qualifikationstraining war das ganz spürbar. Jetzt ist wieder alles okay, aber ich habe ja noch ein Rennen, also ich nehme an, da wird wieder diese Spannung wird wieder steigen und da sind wir wieder ganz aufgeladen und dann werden wir schauen, dass wir unseren Platz in meiner Klasse halt irgendwie so weit wie möglich vorne fixieren werden. Ne?